Ja, guten Abend zusammen. Guten Abend allen Zuschauern unserer YouTube Game Day Live-Sendung. Grüße ins Studio an Axel van Melon, André Scheidt. Vielen Dank für die Moderation. Wir sind hier bei der Pressekonferenz. Wir sind beide Trainer für die Eisbären Berlin, Serge Aubin, und für die DEG, Harold Kreis. Und ich bitte den Gästetrainer um sein Statement. Yep, thank you. First, congrats, Harold and DEG on the win. Disappointing night for us, I think. You know, when I think back of our first game here, we came out, we were ready to go. Tonight was the total opposite. For 40 minutes, I did not like our compete level at all. Too many passengers. We didn't execute. We just got out-competed. You know, DEG was better than us. We made a bit of a push there in the third, but it's too late. You know, we need more from a lot of guys. I think some guys need to step up their game and take responsibility here. You know, playing 20, 30, 40 minutes hockey game is not good enough. And that's something we're going to have to fix. That being said, like, you know, I got to give credit where credit's due. Like, DEG played really well tonight, and they competed harder than us. So there you go. That's my statement. Ich fasse kurz zusammen. Er hat gesagt, es wäre ein enttäuschender Abend für seine Mannschaft gewesen. Wenn er an das erste Spiel zurückdenkt, da wäre seine Mannschaft sehr bereit gewesen. Heute wäre es das Gegenteil gewesen. Er wäre in den ersten 40 Minuten nicht zufrieden gewesen mit der Einstellung seiner Mannschaft. Die DEG wäre besser gewesen als sein Team. Im dritten Drittel wurde es dann ein bisschen besser, aber es war zu spät. Wir brauchen insgesamt mehr von einigen unserer Eisbärenspieler und wir brauchen mehr Spieler, die Verantwortung übernehmen, und darüber muss man sprechen. Der DEG ein Lob für eine starke Leistung. Harold Kreis. Ja, guten Abend zusammen, Serge, vielen Dank. Ich fand das Spiel insgesamt intensiver als das erste Spiel, obwohl Serge meint, dass seine Mannschaft vielleicht nicht so bereit war wie beim ersten Spiel. Wir wussten, dass wir bereit sein müssen, weil wir auch sehr viel Respekt vor der Berliner Mannschaft haben. Ich fand, die haben uns gut den Raum und Zeit weggenommen. Die haben einige, besonders im zweiten Drittel, Fehlpässe provoziert. Wir sind ein bisschen von unserem Spiel abgekommen, aber ich sage es mal, zum Glück haben wir das auch schon in der Vergangenheit gemacht. Und wenn man die Mannschaft darauf anspricht, dann wissen die, wovon wir sprechen. Und wir haben das einigermaßen korrigiert. Aber es war ein zügiges Spiel, waren nicht sehr viele Bullies. Es war auch ein faires Spiel mit zwei Powerplay-Situationen. Und ja, insgesamt haben wir, denke ich, viel getan für das Spiel, viel getan für die Tore. Und hatten auch ein bisschen Fortun teilweise, als Berlin Druck gemacht hat. Und eben den Empty Netter hat uns dann doch diese Sicherheit in der letzten Minute gegeben. Ja. Insgesamt fand ich von meiner Mannschaft wirklich eine solide, kompakte Leistung, sehr kompetitiv. Vielen Dank. Zwei Nachfragen. Tobias Kemberg, Eishockey News. Was habt ihr nach den ersten etwas wilden 10 Minuten umgestellt? Was ist danach anders geworden? Ja, also wir spielen kein wildes Hockey. Das ist ja nicht unser Hockey. Wir haben gesagt, also schon vor dem Spiel haben wir gesagt, gegen eine Mannschaft wie Berlin, die Druck macht, du musst unter Druck saubere Pässe machen. Wir haben ja gesagt, das zweite Drittel, wenn jemand das Footballspiel gestern gesehen hat, hat Tom Brady auch drei Interceptions geschmissen. Heute haben wir auch im zweiten Drittel drei Interceptions geschmissen. Und wir sollen da bitte aufhören. Wir sollen kurze Pässe machen, wir sollen geradlinig spielen. Und das hat die Mannschaft dann etwas besser umgesetzt. Eine Frage von Bernd Schwickerath, Rheinische Post, schon zu Bremerhaven. Das ist ja quasi eine weitere Standortbestimmung, quasi ein Spitzenspiel. Wie blickst du auf dieses Spiel? Ja, ich meine, eben die Mannschaften haben alle ihre Qualitäten. Berlin hat ihre offensive Qualitäten, Bremerhaven hat ihre Qualitäten, Iserlohn hat ihre Qualitäten, und alle drei Mannschaften, die ich genannt habe, haben auch im Überzahl, sind sehr, sehr stark. Und wir haben sehr diszipliniert gespielt bisher, mit wenigen Strafminuten gegen Iserlohn, wenige Strafminuten heute gegen Berlin. Das wollen wir auch in Bremerhaven tun. Das ist auch eine kluge Mannschaft. Die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und schlagen zu, wenn man zu offensiv wird oder sich öffnet als Gegner.
Vielen Dank. Dann den Gästen eine gute Heimfahrt. Wir kommen bald zweimal nach Berlin. Wir spielen übermorgen in Bremerhaven, wie gesagt. Für heute vielen Dank und tschüss.